Help. Ich würde euch echt gerne helfen, aber ich komme ja hier nicht raus. Jetzt interessiert mich natürlich auch das Mädel auf dem Titelbild, ne? In dem weißen Gewand. Ist das ein Opfer? Ist das ein Opfer von ihm? Kann das sein? Ich vermute mal, weil... Bisher hat uns ja nur der Clown geärgert. Bisher war es nur der liebe, nette Clown. Okay, komm, eine Runde machen wir noch. Eine Runde mache ich noch mit euch. Da unten stand schon wieder die nette Puppe. Na komm. Nicht? Heute nicht? Willst nicht mehr? Okay. Nett. Der war nett. Ist das jetzt schlimm, weil ich den gesehen habe? Kommt schon wieder der Eiswagen? Ich habe langsam keine Lust mehr auf den Eiswagen. Okay. Jetzt wissen wir, was manchmal dieser Jumpscare ist. Das ist auf jeden Fall der Clown. Also ich rede jetzt von dem Jumpscare, den wir manchmal so verpasst haben hier. Oder ich, besser gesagt. Ich glaube, so viele habe ich ja auch gar nicht verpasst, oder? Es wird immer schwieriger festzustellen, welcher Zettel denn nun das ist. Den hatten wir... Scheiß, wo du deine schmutzigen Filme versteckt hast, den Frederick. Schäm dich nicht. Ich mache meine eigenen. So viele Zelle hier schon in dem Haus. Ich hoffe, da... Vor allem, was war das für eine Puppe auf diesem Dreirad? Was war das für eine Puppe? War die nicht von oben? Das sah aus wie die Puppe von oben. Aber gut. Die sind schon wieder stocksteif. Was ist da los? Was ist da los? Kerzen. Ich habe bereits 5 Kerzen. Ja, den hatten wir ja auch. Hard. Made in USA. Bye bye. Ja, ist in Ordnung. Da war er wieder. Und hat gelacht. Dieses Arschloch hat wieder gelacht. Ihr habt es, glaube ich, gar nicht. Was? What? Hat er uns jetzt? Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Bitte, bitte, bitte. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Der hat alle Fenster zugenagelt. Naja, wenigstens gehen die Kerzen nicht mehr so schnell dadurch aus. Hat der jetzt alle Fenster zugenagelt? Dieses Arschloch. Ja, Vicky, wärst du mal vorher aus dem Fenster gesprungen? Jetzt kannst du es auch nicht mehr. Eigentlich voll dumm, dass der das gemacht hat, weil wir können es ja eh nicht. Vicky ist einfach viel zu blöd, um aus dem Fenster zu springen. Scheiße. Shit. Der hat jedes Fenster zugenagelt. Jedes. Sogar die, wo ich nicht mal rankomme. Fick dich, Puppe. Nein. Ja, Jerry, dir geht's gut, ne? Du... Ja, dir geht's halt gut. Und dir geht's auch gut? Hallo?
Cheater. Ist jetzt die Frage, was ich nun schon wieder machen muss. Leck mich! Ich weiß, dass hier drin nichts ist. Also nichts von Bedeutung. Vor allem den Clown kann man im Spiegel sehen. Wir können uns aber nicht sehen. Ich habe immer noch die Vermutung, wir sind tot. Tot oder ein Vampir. Darauf warte ich ja schon immer. Okay, wenn uns der Clown jetzt aber zugenagelt hat von außen, dann kann er ja eigentlich gar nicht hier drin sein. Eigentlich. Außer er hat noch einen Komplizen. Aber gut. Wie immer werden wir jetzt alle Schränke aufmachen. Irgendwann wird schon was passieren. Solange nicht wieder direkt neben mir die Puppe aufkreuzt, ist alles gut. Also die Schneiderpuppe. Ich habe schon 5 Ersatzbatterien. Das ist gut. Das brauchen wir. Gar nicht mehr, wie das bei Pioneer Driver, ob die auch immer gleich alle genommen hat oder halt immer nur so viel, wie sie wirklich braucht. Weil die nimmt ja hier immer eine ganze Schachtel. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es immer nur ein Streichholz ist. Ich habe bereits 5 Kerzen. Ist in Ordnung. Eine neue Kassette. Nein. Quittung für Dreirad steht hier immer noch. Ich glaube, das ist gerade so ein kleiner Fehler, den ich hier habe. Hallo! Quittung für Dreirad. Ja, du kannst verschwinden. Ich glaube, ich muss mir mal einen anderen Zettel durchlesen. Hier war doch einer, oder? Damit das wieder verschwindet. Sehr geehrter Mr. Hasen. Kündigung! Mann, jetzt kommt immer wieder was. Oh, hier ist noch eine Diskette. Die ich mir eh nicht mehr angucken kann. Ich werde mir jetzt mal die Nachricht durchlesen, dann verschwindet es. Sehr geehrter Mr. Hasen, hiermit bestätigen wir den Eingang Ihrer Kündigung des Miethauses in der 28E Second Avenue. Wir bedauern Ihren Verlust und haben vollstes Verständnis dafür, dass Sie das Haus so schnell wie möglich verlassen möchten. Insbesondere, wenn man bedenkt, was in dem Haus direkt gegenüber geschehen ist. Den Mietvertrag können wir leider trotzdem erst vollständig auflösen, sobald ein Nachmieter gefunden worden ist. Familie Müller zeigte aber reges Interesse. Ihre Telefonnummer auf der separaten Visitenkarte anbei. Ob Sie die Müllers über die vergangenen Vorfälle im Haus informieren möchten, überlasse ich selbstverständlich Ihnen. Mit freundlichen Grüßen, Garrison Morph. Vermietung 5. Januar 1970. Scheiße, das taucht immer wieder auf. Ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall haben wir jetzt Kündigung des Mietvertrages. Und die Puppe hat uns die ganze Zeit beobachtet. Ja, wir haben es jetzt leider. Ich kann es nicht wegmachen. Es tut mir leid. Mal gucken, ob es in der, wenn ich irgendwann mal hier weiterkomme, ob es in der nächsten Runde verschwindet. Es ist mir jetzt gar nicht aufgefallen die ganze Zeit. Könnt ihr mal sehen, wie angespannt ich bin. Wie nervös. Wie absolut nervös ich bin. Alter, die trinkt hier alles leer. Kannst doch nicht machen. Gehen die Türen jetzt nicht mehr zu? Lalala. Lalala. Ach so, ich stand wohl noch im Weg. Vor allem, warum wir jetzt noch Disketten finden? Das macht doch gar keinen Sinn. Ich kann mir die doch eh nicht angucken. Ich habe schon 10 Streichhölzer. Ist in Ordnung, Mädel. Ist okay, Vicky. Okay, wir sind eingemauert. Die Kinder haben versucht, sich zu melden. Das Rätsel haben wir ja schon gelöst. Wir haben jetzt keinerlei neuen Hinweise, ne? Kann ich auch was essen? Ich mag kein Bier. Die hatten wir ja auch schon. Na gut, wie gesagt, ich gucke jetzt wieder überall rein.
Hier liegt ein Zettel. Ein sehr verbrannter Zettel. Dann gucken wir mal. Wir wissen genau, dass sie das waren. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir sie elenden Wichser zur Strecke gebracht haben. Hören Sie, es ist nur eine Frage der Zeit. Oh, Zeit? Ich habe eine Menge Zeit. Sie Verdammter, wir werden schon Hinweise in Ihrem verfluchten Eiswagen finden. Genauso wie dieses lächerliche Clownskostüm. Was ist an Clowns lächerlich? Kinder mögen Clowns. Und nein, Eis. Mögen sie nicht. Manche von ihnen würden sogar dafür sterben. Sie machen mich krank. Wir finden ihr Versteck. Wir finden ihr verficktes Versteck, wo sie die Geschwister eingesperrt haben. Wo sie ihre dreckigen Scheißfilme drehen. Und dann kriegen wir sie dran, sie verfluchtes Dreckschwein. Schlecht leserliches Verhörprotokoll. Okay. Ich glaube, das verschwindet nicht mehr, oder? Ich hoffe. Ich hoffe, dass es jetzt weg ist. Gott. Wir haben es ja mit einem Psychopathen zu tun, der sich als Clown verkleidet. Pedo-Clown. Nein. Gott, das ist so eklig. Vor allem hat er uns jetzt eingemauert. 2,5 Stunden! Kriegen wir hin, gar kein Problem. Oh, das war meine Stimme gerade. Oh, noch ein Zettel. Du entkommst mir nicht. Jetzt bist du eines meiner Kinder. Nein, ich bin nur schon erwachsen. Ich bin alt genug. Unser Inventar verschwindet aber auf einmal da oben auch nicht. Egal. Ich will es nicht mehr spielen. Ich weiß, wir sind ganz gut vorangekommen, aber ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Und jetzt kommen wir nie wieder hier raus. Der Mann, ne? Der Mann macht sich tierisch Sorgen, weil wir uns einfach nicht melden. Dann komm doch verdammt nochmal zurück. Ich habe bereits 5 Kerzen. Verfickte Scheiße. Wenn das Spiel das sagen darf, darf ich das auch. La 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 la. Mir geht es gut. Mir geht es gut. Es ist alles gut. Komm, lach nochmal für uns. Nein? Okay. Oh, da hinten liegt auch wieder ein Zettel. Meine Hände zittern immer noch. Manchmal stelle ich mir vor, wie Mike und Valerie in den Raum gelaufen kommen. Es sei nichts gewesen. Ständig höre ich die Geräusche im Haus. Klopfen, knarzen. Vielleicht sind es Kinderfüße. Ich weiß, es ist nur Einbildung. Manchmal habe ich das Gefühl, sie wären noch hier. Manchmal weiß ich nicht, ob ich noch weiterleben kann. Aber ich muss. Noch bin ich nicht allein. Oh. Alles klar, es war wieder nur so eine Nachricht, die wir finden konnten. Das hätte mich jetzt auch gewundert. Hätte mich doch schon sehr gewundert. Hier kennen wir ja auch schon. Ich muss bestimmt demnächst mal wieder die Aufnahme sichern. Okay, er möchte nicht. Was? Was war das denn? Ich habe gerade gedacht, oh, weil ich gerade noch meinte, ich muss hier die Aufnahme sichern, weil sonst, so wie das Spiel gerade ein bisschen verbuggt ist oder so, da kommt hier so ein Video. Ich habe gerade gedacht, es ist wieder irgendwas selbstständig angegangen. Was war das? War das eins dieser dreckigen Videos oder was? Alter! Jetzt bin ich total raus.
Ich glaube, also vor allem stand da Frederick Krüger? Ist es die Geschichte von Freddy? Ist es tatsächlich die Geschichte von Freddy? Sind wir tatsächlich in der Elm Street? Ich glaube, ich habe das in... Ich weiß nicht... Huch. Ich habe es auf jeden Fall mal in einer Aufnahme erwähnt, dass es ein bisschen aussieht wie die Elm Street. Ich weiß aber nicht mehr, ob das in so einer Aufnahme war, die leider gecrashed worden ist. Mhm. Alles klar. Oder ob es jetzt in den ersten Folgen, ich weiß es nicht, also auch wenn ich die Folgen schneide oder so, ich gucke sie mir ja nicht komplett nochmal an. Dann werde ich ja nie fertig, wenn ich mir das alles nochmal angucken muss. Ich pick mir halt bloß immer so ein paar Stellen raus, wo ich weiß, dass da was gewesen ist. Hatten wir das schon? Ja. Das war ja das mit dem Lichtspiel, ne? Mhm. Ich bin gerade total raus! Was war denn bitte mal das? Warum? Das hat gerade überhaupt keinen Sinn gemacht, außer dass da Frederick Krüger stand. Oder ja, Frederick Krüger stand da, glaube ich. Aber sonst hat das doch absolut gerade gar keine Bewandtnis. Auf der ewigen Suche nach Zettel. Also die Puppe oben bewegt sich jetzt deutlich mehr. Der hier hinten guckt ab und zu mal zu uns. Da steht wer! Ich bin's, ihr Nachbar. Ja, ich bin hier. Ist alles in Ordnung bei Ihnen? Nein, bitte. Wir haben komische Geräusche im Haus gehört. Nein, irgendwas stimmt hier nicht. Ich bin in meinem eigenen Haus eingesperrt. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ja, bitte helfen Sie mir. Holen Sie mich hier raus! Ja, das könnte ich natürlich machen. Ich könnte aber auch etwas anderes machen. Du Wichser! Du hässlicher Wichser! Sorry. Ihr seid doch alles Bastarde! Die Nachbarn sind genauso scheiße. Ich bilde mir die ganze Zeit ein. Oh. Der ist neu, ne? Oder? Ich bild mir die ganze Zeit Schritte ein und alles Mögliche und dabei sind es immer meine eigenen. Meistens. So, ich weiß jetzt nicht, ob die Nachricht neu ist. Mir war gleich klar, dass mit dem etwas nicht stimmt. Weiß Gott, weshalb man mich Steuerhinterzieher mit einem Kindermörder und Vergewaltiger in eine Zelle steckt? Schätze, die Gefängnisse hier sind wirklich überlaufen und sie hatten gerade nichts anderes frei. Was genaues weiß ich nicht. Nur Gerüchte. Aber auf dem Hof sagt man, wenn er mit seinen Opfern fertig war, hat er sie kopfüber in einen Sack gesteckt und sie am Hals ausbluten lassen. Was für eine kranke Scheiße. Der Pastor ist, dass er sich selbst gerichtet hat. Schätze, er hat keinen anderen Ausweg gesehen. Der elektrische Stuhl wäre ihm sicher gewesen. Als ich heute aufwachte, hat er sich selbst mit einem Löffel den Kehlkopf entfernt. Gott, ich werde nie wieder schlafen können. Ich hasse sowas. Ich hasse so eine Vorstellung in so eine Kehlkopf ist auch eine ganz empfindliche Stelle. Wenn da immer irgendwas passiert, tut mir das selber weh, wenn ich das irgendwo anders sehe oder so.
Was ich auch nicht sehen kann, ist, wenn man sich Fingernägel oder Fußnägel rausreißt. Oder irgendwas mit dem Auge. Kann ich alles nicht ab. So, 2 Stunden noch. 2 Stunden noch. Ich weiß es auch nicht mehr, Leute. Ich will eigentlich gar nicht mehr. Ich will wirklich nicht mehr. Aber es sind nur noch 2,5 Stunden. Oder 2 Stunden? Ich hab's vergessen. 2 Stunden. Ah, immer eine halbe Stunde. Also noch 4 Kapitel. Würde ich jetzt sagen. 4 oder 5. Ich bin mir nun nicht sicher. Also ich muss schon sagen, es ist krasser als Palme Drive. Wesentlich krasser. Auch die Story, die ist... Also bei Palme Drive... Oh. Nein! Nein! Vergiss es! Ich gehe! Ich gehe nach Hause! Ich muss halt sagen, bei Palme Drive, die Story war ein bisschen lasch. Also alles, was halt unser Auftrag war, war irgendwie herauszufinden, was mit unserer Frau passiert ist. Irgendwie so in der Richtung. Und ja, so richtig weiß ich ehrlich gesagt auch noch nicht, was mit der Frau passiert ist. Hatte auch irgendwas noch mit einem Kind zu tun. Ich habe schon 5 Ersatzbatterien. Aber so richtig weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, worum es geht. Was aber nicht hieß, dass es schlecht ist. Es war sogar richtig, richtig gut. Es hatte seine Haha-Momente. Es hatte seine Jumpscare-Momente und die waren richtig beschissen. Ich habe mich schon allein, wie gesagt, von einer Katze erschrocken, die da einfach immer aus dem Raum kam. Und der Clown bei Palmio Drive war an sich relativ harmlos im Gegensatz zu den jetzigen Clown, den wir hier haben. Denn... Es war einfach nur eine Puppe, die immer mal irgendwo gesessen hat. Also du hast sie auch ab und zu mal laufen hören, aber du hast sie nie wirklich gesehen, wie sie gelaufen ist. Sondern die saß dann einfach irgendwo und hat gelacht und hat dich erschrocken. Na komm, mach dein Spiel. Nein? Du vielleicht? Das Spiel ist weg. Das Spiel ist weg. Okay. Ich glaube, wir müssen jetzt das Spiel suchen. Ich glaube, wir müssen jetzt das Spiel suchen, weil es ist weg. Nein, ich habe nicht reingeguckt. Aber der Soundeffekt war gerade unglaublich. Der Soundeffekt war gerade so heftig. Ich habe jetzt gedacht, der kommt aus dem Spiegel raus. Hallo? Ich habe schon 10 Streichhölzer. Okay, wir müssen das Spiel finden. Also vermute ich... Das hat bisher überhaupt gar keine Rolle gespielt in diesem Spiel. Und jetzt auf einmal ist es weg. Was zum... Warum? Passiert hier gleich was? Kinder tun das. Wenn sie eins werden, habe ich mehr davon.
Klo. Das stinkt, oder was? Was ist denn jetzt hier? Hä? Ich check's nicht. Warum? Ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendwas machen sollte. Ja, ja. Ich suche weiter das Spiel. Hier sind auch nochmal Streichhölzer. Ich habe schon 10 Streichhölzer. Die sind immer noch da. Ich, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Das in dem anderen Klo auch ist? Ist auf jeden Fall auch hier unten sehr laut. Und viele fliegen, ne? Viele Fliegen sind ein Zeichen dafür, also viele fliegen auf einen Haufen. Ja, entweder sind sie auf einem Haufen. Du hässliche Puppe! Oh oh. Und weil wir ja die Nachricht hatten, oh, das kommt auch so laut auf meinem Ohr. Ja, wir hatten ja die Nachricht, dass er sich selbst umgebracht hat. Der Kindermörder. Und viele fliegen auf einem Streich. Und halt ein Zeichen, dass hier irgendwas nicht stimmt. Dass hier eine Leiche ist irgendwo. Ich möchte jetzt bitte bloß keine Leiche sehen. Bitte nicht spielen! Kannst du mir nicht antun. Ich habe bereits 5 Kerzen. Ja, au. Du mal absurde. Nicht wundern, dass ich so ruhig bin, aber ich bin hochkonzentriert. Ich erwarte alles. Ich erwarte gleich alles. Vor allem ein Herzschlag. Okay, wir haben einen neuen Zettel. Die Geräusche. Irgendetwas ist in diesem Haus. Nein! Es hört nicht keinen Scheiß. Es hört einfach nicht auf. Es hat auch Molly getötet. Von wegen Infektion. Der Tierarzt lügt. Ich weiß es. Okay, es war, die Runde war okay. Ich habe gerade nur tatsächlich mit einer Leiche gerechnet. Und ich weiß nicht, ob das noch kommen wird. Auf jeden Fall, wir müssen nicht mehr lang. Ich glaube, jetzt sind es noch 1,5 Stunden. 1,5 Stunden. Und ich werde hier auch wieder einen kleinen Cut setzen, weil ich mal ganz kurz Pause machen muss. Bis gleich!